Frisch auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich ein kleines Feedback-Video drehen und ein kleines Fazit bringen über den vergangenen Köln-Fahr, die 171 Kilometer. Wir haben heute Montag und ich habe seit Freitag endlich mal wieder etwa 9 Stunden geschlafen. Mir geht es deutlich besser als die letzten Tage natürlich, ist ja auch klar. Aber dennoch bin ich immer noch so ein ganz kleines bisschen Matsche in der Birne und habe das noch gar nicht so richtig realisiert, glaube ich, was da so am Wochenende passiert ist. Also 171 Kilometer soll der Track ja regulär lang sein. Zumindest steht das hier auf den entsprechenden Unterlagen drauf. Zum Beispiel die Urkunde hat die 171 Kilometer erfolgreich absolviert. Ich habe tatsächlich laut Uhr 175 Kilometer aufgezeichnet, weil wir uns das ein oder andere Mal auch verlaufen haben und mal bei Rewe waren, bei Edeka waren. Und ich habe tatsächlich auch erstmalig die Uhr durchgehend laufen lassen. Das heißt, ich habe keine Pausen zwischendurch registriert und kann ich mal eben gerade am Handy gucken, wie viel Kilometer bzw. welche Zeit das insgesamt war. Ja, ich habe die 175 Kilometer in 47 Stunden und 20 Minuten abgerockt. Und als allererstes gehen mal schöne Grüße an die Katharina raus, an den Malte und an den Olli, die da kilometerlang mit mir, wir sind untereinander miteinander gelaufen. Also das war eine richtig tolle Truppe, die sich da zusammengefunden hat. Mit dem Malte und mit dem Olli bin ich von Anfang an gestartet. Und beide haben dann zum Ende hin ihr eigenes Ding gemacht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Katharina, ich danke dir an dieser Stelle nochmal recht herzlich für deine immer wieder aufbauenden Worte. Also mir ging es über viele, viele Kilometer echt wirklich nicht gut. Ich habe richtige Schmerzen gehabt im Fuß. Gerade auf die letzten knapp 30 Kilometer hin, kann ich euch sagen, bei VP10. Da hat auch das Gewitter zugeschlagen und Dauerregen. Und das schlägt natürlich auch nochmal ordentlich auf die Motivation. Und dann kommen halt noch die Schmerzen hinzu. Also das war echt hart für mich, dass so ein Tief hin und wieder mal kommt. Ja, ist klar, da kann man sich in aller Regel auch rauskämpfen und einfach weitergehen. Aber wenn dann der Schmerz noch dazu kommt, woher er kam, ich habe keine Ahnung. Der war eine ganze Zeit lang da, aber war auch irgendwann wieder weg. Dann tat mal der Oberschenkel weh, dann tat mal die Wade weh, dann tat mal das linke Gelenk weh, das rechte. Und so wechselte sich das immer wieder ab. Und wir sind schlussendlich dann nach VP10, nachdem das schwere Gewitter größtenteils durch war, wir mussten ja im Prinzip weiter und sind dann auch weitergegangen. Es hat zwar immer noch geregnet, aber es hilft ja nichts. Da waren irgendwann die Schuhe natürlich auch nass und dreckig und dann ist es dir eigentlich auch relativ egal, ob du da durch Pfützen läufst oder eben auch nicht. Und die 2 Nächte durchzulaufen, das war eigentlich so nicht geplant. Also optimal wäre für mich gewesen, laut meinem Plan, um 0 Uhr im Ziel zu sein. Dass es jetzt so war, dass wir erst um 7:30 ungefähr im Ziel waren an dem Sonntag. Ist jetzt nun mal so. Ich bin dennoch sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel trainiert, sehr viel überlegt, sehr viel ausprobiert. Und war dennoch nicht hundertprozentig sicher, ob ich diesen Köln-Fahrt tatsächlich schaffen werde. Einfach aufgrund dieser ewig großen Distanz. Man hat zwar 48 Stunden Zeit und zeittechnisch ist das durchaus möglich. Aber es ist immer noch 171 Kilometer, die man da oft vor der Brust hat. Und das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, da durchzukommen und das zu schaffen. Ja, das mal dazu als kleines Feedback und dieses kleine Fazit von meiner Wanderung möchte ich abschließen mit der Frage, würde ich den Köln-Fahrt 171 Kilometer nochmal machen? Ganz ehrlich, Stand jetzt, nein. Weil ich denke mir, 100 Kilometer und 50 Kilometer Märsche sind schon eine gute Herausforderung. Klar sucht man natürlich immer irgendwann das Extremere und noch mehr und noch mehr. Habe ich jetzt gemacht. Ich kann natürlich nicht sagen, was in 2 Jahren sein wird. Vielleicht sage ich dann, ey, ich mache jetzt irgendeinen Marsch mit 220 Kilometern. Stand jetzt auf keinen Fall. Ich habe jetzt erstmal von diesen extrem langen Distanzen doch gut die Schnauze voll. Ich habe mich jetzt allerdings heute für in 3 Wochen für den Mammutmarsch NRW angemeldet. Sind 100 Kilometer. Und das möchte ich hier an dieser Stelle dann
jetzt als kleines Fazit von meiner Wanderung, von meiner Tour beenden und möchte noch auf die ein oder andere Sache eingehen, die mir so spontan einfällt. Also ich habe zwar jetzt hier so ein bisschen was aufgebaut, aber ein richtiges Skript oder eine richtige Vorbereitung habe ich nicht. Also ich erzähle das wirklich alles aus dem Kopf heraus, weil ich glaube, dass das am authentischsten ist, wenn man das sehr zeitnah dann aufnimmt und erklärt. Und es gab den ein oder anderen Kritikpunkt an der Veranstaltung, um das mal vorwegzunehmen. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass man als Organisator, als Veranstalter immer eine gewisse Menge kalkuliert und man mit so und so viel Teilnehmern hochrechnet. Was ich allerdings nicht verstehen kann, und da möge man mir das bitte verzeihen, auch wenn das eine private Wanderveranstaltung ist, dennoch erwarte ich, und das sehe ich aus Veranstaltersicht und als Teilnehmersicht in meiner Pflicht, oder da wäre ich als Veranstalter in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass an jedem VP, unabhängig davon, wie viele Teilnehmer vor Ort sind, dass da mindestens Wasser vorhanden ist. Wenn man bei VP3 reinläuft und man schon von Weitem hört, wir haben kein Wasser mehr, wir haben keinen Isodrink mehr, wir haben im Prinzip gar nichts mehr. So und ähnlich waren die Worte. Das Einzige, was es dort gab, war Gurkenwasser. Da war ich schon hart am Zweifeln, wie das sich weiter fortsetzt. Wenn man überlegt, das war erst VP3, wie werden da zukünftige VPs aussehen? Weil es waren natürlich einige vor uns, aber auch noch einige hinter uns. Und ich hatte glücklicherweise noch genug Wasser, das war nicht das Thema. Aber man muss sich auf diese lange Distanz einfach auf die Verpflegung, auf Getränke und so weiter verlassen, weil auch meilenweit einfach auch kein Supermarkt und so weiter in der Nähe war. Und wenn man dann, wie gesagt, bei VP3 reinläuft und man hört, es gibt gar nichts mehr, dann ist das schon echt hart demotivierend. Wenn selbstgemachte Lebensmittel, so wie die Kartoffelsuppe, ausfallen, weil sie einfach leer ist, dann bin ich der Letzte, der da meckert. Aber wie gesagt, grundlegende Dinge, die immer vorhanden sein müssen, wie Wasser, wenn die nicht da sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann läuft da einfach irgendwas falsch. Ja? Ich habe dann in der Facebook-Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe gelesen, ja, bei VP4 sieht die Situation ähnlich aus. Und ich habe mir schon gedacht, wenn das jetzt so weitergeht mit den ganzen VPs, du immer im Risiko leben musst, beziehungsweise ins Risiko reinläufst, dass du eventuell vor einem VP stehst, der gar keine Verpflegung hat. Dann kann das so nicht weitergehen. Ein VP mal zu überbrücken, dürfte möglich sein, wenn man entsprechende Vorräte dabei hat. Ich hatte glücklicherweise das ein oder andere an Nahrung noch dabei, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, was ich mitgenommen habe, was ich alles wieder mitgebracht habe, was halt unnötig war. Einfach so als Feedback für mich und vielleicht als Tipp für euch, für zukünftige Marschveranstaltungen, dann war für mich klar, wenn an Verpflegungspunkt 4 die Situation genauso aussieht, dann werde ich das hier beenden. Ich habe keine Lust, im Risiko zu laufen, dann vielleicht mitten in der Nacht irgendwo am allerwertesten der Welt zu sein und nicht zu trinken, nicht zu essen, kein gar nichts zu haben, dann kann das über diese lange Distanz meiner Meinung nach auf keinen Fall funktionieren. Wenn man natürlich zu den schnelleren Läufer gehört, dann hat man die Probleme höchstwahrscheinlich nicht. Aber man muss halt eben immer das komplette Teilnehmerfeld abdecken. Zumal ja zu gegebener Zeit auch noch die 100-Kilometer-Wanderer, die 50-Kilometer- und die 35-Kilometer-Wanderer hinzukommen. Das heißt, man muss zu späterer VP-Zeit einfach noch mehr Lebensmittel verfügbar haben, ne? Ja, glücklicherweise bei VP4 sah die Situation wieder komplett anders aus. Da war alles da, wurde aber auch erst kurz bevor wir rein sind nachgefüllt. Das heißt, dieser Mangel betraf uns jetzt nicht weiter. Was sehr gut war, denn es ging dann entsprechend auch weiter. Aber ja, man hat dieses Risiko halt immer im Hinterkopf und muss immer überlegen, kommt da jetzt beim nächsten VP wieder das gleiche Problem? Was mache ich dann? Wie mache ich das? Aber über den weiteren Verlauf war das eigentlich alles vollkommen in Ordnung. Keine Probleme mehr. Was ich so ein kleines bisschen noch moniere, aber das ist meine persönliche Präferenz. Es hätte gefühlt für mich gerade
an den VPs, wo man in der Nacht ist, doch die Möglichkeit geben können, sollen, müssen, wie auch immer, Kaffee. Kaffee, Kaffee und Kaffee. Und selbst wenn es nur Instant-Kaffee ist, wo man Wasser heiß macht, vollkommen egal. Aber so ein heißes Getränk mit Koffein, Kaffeegeschmack, das hilft mir immer, da die Nächte zu überbrücken. Vielleicht gab es auch an dem einen oder anderen VP Kaffee, das weiß ich nicht. Manchmal habe ich auch einfach nicht die Kraft gehabt, danach zu fragen. Gerade ich glaube bei dem VP 10, bei der Eissporthalle, habe ich jetzt gelesen, dass es dort Kaffee gab. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach komplett fertig und hatte keine Kraft, da großartig noch hinzugehen und zu fragen. Zumal das genau der VP war, wo das Gewitter zugeschlagen hat und der Dauerregen anfing. Und ich auch körperlich zu dem Zeitpunkt einfach total müde war, total Schmerzen hatte. Und ich war wirklich auch froh, da nochmal eine Stunde einen Break zu machen, die Füße hochzulegen, die Augen zuzumachen und einfach ja, zur Ruhe zu kommen. Und das war auch die Strategie, die wir über die VPs gefahren sind. Ich hatte mich ja im Vorfeld einige Monate vorher schon immer mal wieder mit dem Malte getroffen und da trainiert und philosophiert über Strategien, wie macht man das und wie macht man das nicht. Ich habe wirklich bei jedem Verpflegungspunkt die Schuhe ausgezogen, Luft an die Füße gelassen, an sehr vielen VPs mit der Faszienrolle gearbeitet und ich glaube, dass das auch ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg war. Wobei die Schmerzen irgendwann einfach so da waren, du konntest da nichts mehr gegen machen, außer du lässt da wirklich mal Ruhe walten über viele Stunden, war aber auch nicht möglich, denn es musste ja zu einem gewissen Zeitpunkt immer weitergehen und da muss man dann einfach auch die Zähne zusammenbeißen und ja den Schmerz ein Stück weit ignorieren. Für mich wäre so ein Punkt gewesen, aufzuhören, wenn es notwendig gewesen wäre, ärztlichen Beistand oder ärztlichen Rat in Anspruch nehmen zu müssen, dann wäre für mich wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich sage, wenn du jetzt hier wirklich einen Arzt brauchst, dann lass es jetzt hier an dieser Stelle sein, hör auf und geh lieber zum Arzt. Dass Schmerzen, wie gesagt, dazugehören, ist in einem gewissen Rahmen normal. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der großartig sich irgendwelche Schmerzmittel reinhaut. Ich denke, da ist jeder für sich unterschiedlich. Ich kann es aber verstehen, wenn man zu gegebener Zeit, wenn man nicht mehr viele Kilometer vor sich hat, sich eine Schmerztablette einnimmt, um einfach die Distanz zu überbrücken, dann kann ich das aus wettkämpferischer Sicht verstehen, aber rein aus medizinischer Sicht dürfte das wahrscheinlich auch nicht optimal sein. Aber ganz ehrlich, ich hatte keine Schmerzmittel dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es noch 15 Kilometer gewesen wären, dann bricht man das auch nicht mehr ab. Also da muss man wirklich die Zähne zusammenbeißen und da hat halt jeder im Zweifel seine eigene Strategie. Ne? Also von daher, das ist, wie gesagt, jedem das Seine, wie er das macht. Und ja, so möchte ich im Prinzip auch das Thema VPs entlang der Strecke beenden und einfach sagen, Haken dran. Vielleicht macht das im nächsten Jahr anders, dass er wieder sagt, die Teilnehmeranzahl, die wird wieder reduziert. Und ich glaube, das kommt so einer Veranstaltung dem einfach auch zugute. Denn bei der Siegerehrung, bei der Domübergabe, habe ich mir halt tatsächlich gedacht, so im letzten Jahr war es so, dass ja, derjenige, der was sagen wollte, auch kurz die Zeit hatte, 2-3 Sätze zu sagen. Und habe mir auch überlegt, boah, was sagst du denn und wie sagst du was und so weiter. Aber es waren dieses Jahr so viele Leute an den Start gegangen und so viele Finisher. Glückwunsch an dieser Stelle an jeden Finisher, der da die 171 Kilometer, die 100, die 50 oder die 35 Kilometer gefinisht hat. Mega Leistung, gerade in den Sonntag rein hat es halt ordentlich geregnet. Da fehlte mir dann, wie gesagt, dieses Persönliche, dieses ja nochmal wertgeschätzt zu werden. Das war im Prinzip einfach nur, hier hast du den Dom, hier hast du die Urkunde, hier hast du die Medaille und ja, das war es im Prinzip. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen herzlicher noch, aber ja, man kann halt irgendwie auch nicht jedem gerecht werden, jedem Gedanken gerecht werden. Ich habe mir natürlich auch gewünscht, dass um 7.30 Uhr morgens da alle vor dem Torbogen stehen und mit Rasseln Lärm machen und jubeln und schreien und jeden 171 Kilometer und anderen Distanz-Finisher da wirklich mit Herzblut willkommen heißen. Aber wie gesagt, man kann halt auch nicht alles haben und von daher ist das wirklich vielleicht auch so ein Stück weit Jammern auf hohem Niveau. Und die Pasta-Party, die Pasta war
hervorragend. Das Essen war absolut tipptopp. Da gibt es wirklich nichts auszusetzen. Ja, und so möchte ich im Prinzip das große Thema Veranstalter Kölnfahrt abhaken und einen kleinen Cut machen und einfach mal kurz und knapp noch über meine Lebensmittel sprechen. Was habe ich mitgenommen? Was habe ich vor allen Dingen auch wieder mitgebracht? Um einfach euch so ein kleines Feedback zu geben. Was hat funktioniert? Was habe ich überhaupt gebraucht? Was habe ich überhaupt gar nicht gebraucht? Ja, ich habe im Übrigen auch noch dieses kleine Bändchen hier vergessen hinzulegen. Das kommt natürlich auf jeden Fall auch an den Rucksack dran hier. Ist ja klar. Und bevor ich jetzt zu meiner Ausrüstung komme, beziehungsweise zu den Lebensmitteln, die ich mitgeschleppt habe und wieder mitgebracht habe, wollte ich euch nochmal die Strategie zeigen, die ich gefahren habe. Ich habe mir im Vorfeld ein entsprechendes so ein Fahrplan gemacht über die verschiedenen Distanzen der VPs, wie die dazwischen liegen, und um einfach auch zu schauen, so was brauchst du bis zum nächsten VP, und habe dann nach jedem VP einen entsprechenden Haken dran gemacht. Das ist für mich auch eine sehr, sehr tolle Erinnerung, wenn ich überlege, was ich da teilweise gequält habe. Das war ja echt hart. Auch, also gerade wenn man das jetzt hört, 15,2 Kilometer, das ist ja nicht so viel. Aber gerade der letzte Sprung von VP 8 zu 9 zu dem Haupt-VP, wo man auch schlafen konnte, wo man sein Dropback abgeben konnte, die waren so hart, die haben sich so ewig lang gezogen, diese 15,2 Kilometer. Das war echt nicht schön, ne? Das war echt nicht schön. Deswegen ist dieser kleine Fahrplan für mich umso mehr Erinnerung daran, was ich hier vollbracht habe, was ich geleistet habe. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich glaube, da werde ich auch noch wirklich ein paar Tage brauchen, um da das zu realisieren, ne? Und ich bin jetzt gerade im Videoschnitt von dem Marschvideo, und da werden auch noch einige interessante Sequenzen kommen, wo ich mich vielleicht gar nicht mehr so dran erinnern kann. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie ich da einmal komplett ausgerastet bin. Ein Kilometer vor einem Edeka, weil dieser blöde Edeka einfach nicht kommen wollte. Und wenn man jetzt hört, es ist nur ein Kilometer, dann ist das natürlich nicht viel. Aber ja, es war halt doch viel. Also das zog sich teilweise echt ewig lang in die Länge. Ja, und ein Faktor, den ich komplett unterschätzt habe, war das Thema Müdigkeit. Also die erste Nacht, die ging noch einigermaßen. Da kann man auch mal 24 Stunden wach sein, auch wenn man in Bewegung ist permanent. Klar, das belastet den Körper, die Müdigkeit oder der Schlafmangel. Aber die zweite Nacht, bin ich teilweise wirklich schwankend durch Wälder gelaufen und habe Kilometer gemacht. Also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können, was da mit mir passiert ist. Also Halluzinationen hatte ich jetzt so konkret keine, aber ich habe mir schon das ein oder andere Mal eingebildet, da würden irgendwelche Häuser stehen. Und wenn man dann, also so im Trott, dann denkt man, oh, da ist eventuell ein Haus, aber da war gar kein Haus. Also vielleicht sind es doch Halluzinationen gewesen, weiß ich nicht. Was mir tatsächlich passiert ist, dass die Katharina vor mir gelaufen ist und ich im Trott so hinterher, und dann bleibt halt manchmal so ein bisschen der Kopf hängen und der schlendert so mit. Und diese Augenbewegung im Prinzip, die hat dafür gesorgt, dass sie, da sie vor mir gelaufen ist, sah so aus, als würde sie hüpfen die ganze Zeit, ne? Also, wenn ich jetzt nochmal nachdenke, das kannst du auch keinem irgendwie richtig plausibel erklären. Das ist schwer nachzuerzählen. Also man muss das, wenn man das möchte, gerne mal selber erleben. Also ich kann euch das empfehlen, weiß ich nicht. Also muss jeder überlegen, wie quälbereit ihr seid, ob ihr da wirklich Bock drauf habt oder eben auch nicht. Das Thema Müdigkeit, wie gesagt, das war für mich ein Riesenthema, gerade in der zweiten Nacht, da wirklich die Augen aufzuhalten und nicht irgendwie die Augen zuzumachen und gegebenenfalls sich da noch weh zu tun. Aber ich muss auch sagen, es gab Situationen, da habe ich bestimmt 5-6 Sekunden die Augen zugehabt und bin einfach weitergelaufen. Wäre da ein Astenstein oder so ein Baumstumpf oder sowas gewesen und ich wäre davor gelaufen und ich hätte mich da hingelegt, dann hätte der Kölnfahrt ganz schnell für mich beendet sein können. Also beim nächsten Mal, da es ja bei den VPs nicht ganz so viel Kaffee gab, werde ich mir, sollte ich derlei Distanzen und mehr
jemals wieder machen, mir auf jeden Fall überlegen, irgendwelche Koffeintabletten oder ich weiß nicht, was es da sonst gibt, mitzunehmen. Denn ich glaube, das hätte mir ein Stück weit auch geholfen über die Müdigkeit. Ja, schauen wir mal. Ja, kommen wir noch ganz schnell zum letzten Punkt. Und zwar einmal möchte ich euch den Beutel hier zeigen. Das ist das, was ich in dem Dropbag drin hatte. Ich meine, das, was in dem Dropbag drin war, das musste ich halt nicht tragen. Aber trotzdem war es halt komplett unnötig. Ich habe mir zwei Ultra Gels oder Liquid Gels da reingepackt. Dann einmal, zweimal diese Power Bars. Ich meine, die werden natürlich nicht schlecht. Die kann man dann zu anderer Zeit noch essen. Seitenbacher Riegel habe ich auch noch dabei gehabt. Und noch einige Tabletten hier Isostar. Wobei es ja an jedem VP im Prinzip ja auch diese Iso-Drinks gab. Wobei einem die irgendwann auch zum Hals raushängen. Wenn man teilweise nur dieses Iso-Zeug trinkt. Und für die Verdauung, glaube ich, ist das auch nicht so gut. Da habe ich von dem einen oder anderen gehört, der da so ein bisschen Problemchen mit hatte. Und die zweite Tüte ist vielleicht interessanter. Das ist nämlich das, was ich immer dabei hatte. Und zwar nehme ich einmal... Und zwar einmal einen weiteren Riegel. Und ja, was das hiermit auf sich hat, das erkläre ich euch am Ende des Videos. Da müsst ihr auf jeden Fall noch dranbleiben. Das ist nämlich eine sehr lustige Geschichte. Aber wie gesagt, die kommt am Ende des Videos. Sonnencreme ist obligatorisch. Mückenspray, da gab es einmal ein Stückchen Wald. Boah, da haben mich die Mücken fertig gemacht. Ich habe in der Harakiri-Aktion das Zeug rausgeholt und mich direkt eingesprüht. Das war echt krass. Eine weitere Packung von diesem Isostar. Ich glaube, die dürfte noch komplett voll sein. Und die wiegt halt auch nicht gerade wenig. Hätte ich mir auf jeden Fall auch sparen können. Dann nochmal ein Seitenbacher-Riegel. Hätte ich mir auch sparen können. Zwei Liquid-Gels. Das habt ihr hoffentlich in dem Einführungsvideo gesehen, was ich mit dem Flo gedreht hatte. Das wäre was gewesen. Das wäre nur im alleräußersten Notfall zum Einsatz gekommen. Wäre vielleicht interessant gewesen, mal zu wissen, wie es aussieht, hätte ich wirklich eins davon mir mal einverleibt. Aber es brauchte nichts, also von daher alles gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, so ein kleines Erste-Hilfe-Set. Ich denke, das dürfte nicht schwierig sein, das mitzunehmen, denn ich halte es auch für extrem wichtig. Ja, und noch ein weiterer Seitenbacher-Riegel, der relativ platt ist. Der ist auch mit Schokoladenüberzug, also ich bin gespannt, wenn ich den irgendwann mal aufmache, wie der dann aussehen wird. Ja, im Prinzip, das hätte ich mir alles sparen können. Ich glaube, der Flo hatte ja in seinem Einführungsvideo auch die Strategie geäußert, sich von den VPs zu ernähren. Ich bin mal sehr gespannt, wie das bei ihm funktioniert hat, was er dazu sagen wird. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde bei zukünftigen Märschen nicht mehr so viel Lebensmittel mitnehmen. Aber das ist halt auch so eine Lernsache, das muss man halt im Prinzip für sich selber herausfinden. Du weißt ja auch nicht immer, was gibt's an den VPs. Magst du das nicht? Gut, irgendwann kommt der Punkt, da ist es dir egal, da isst du halt mehr oder weniger alles. Aber dennoch, ja, so ein kleines Backup in der Hinterhand zu haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Von daher, ja, ich bin damit zufrieden, auch wenn ich unnötig Zeug mit mir rumgeschleppt habe. Aber alles in allem kann ich sagen, dass ich mich doch ganz gut darauf vorbereitet habe und mir es im Prinzip eigentlich auch an nichts gefehlt hat. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, boah, hätte ich das so und so und so gemacht, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Ja, wie gesagt, also hätte ich vorher die Situation mit dem Kaffee gewusst, dann hätte ich mir so Instant-Dinger mitgenommen, die man einfach in warmes Wasser auflöst und hätte mir dann da einen Kaffee getrunken. Das wäre auch überhaupt kein Problem gewesen. Ja, also ich glaube, das soll so als Feedback gewesen sein. Wenn ihr weitere Fragen habt zum vergangenen Köln-Fahrt, vielleicht auch zu Themen, die ich hier noch nicht genannt habe oder vielleicht aus meinem jetzigen Standpunkt nicht relevant, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte eure Kommentare und Fragen sehr gerne. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und aber auch für den megamäßigen Support während dem Marsch. Ich habe wirklich so viele Nachrichten bekommen, also ich werde jetzt auch versuchen, in den nächsten Tagen die alle zu beantworten und kann wirklich nur mal ein großes, großes, großes Dankeschön sagen an alle, die da mitgefiebert haben, die mich verfolgt haben, die auch auf der Strecke unterwegs waren und mich supportet haben und auch ebenfalls einen herzlichen Glückwunsch an jeden Finisher nochmal und auch gerade an die, die es vielleicht nicht geschafft haben, nicht aufgeben, auch ihr könnt das schaffen.
dann beim nächsten Mal. Ja, und so möchte ich mich mit diesen Worten recht herzlich bedanken bei euch fürs Zusehen. Ja, jetzt bin ich hier gerade beim Zusammenräumen und wollte hier alles ordentlich verpacken. Da fällt mir ein, ich habe doch die Geschichte hier vergessen. Da hat die liebe Alexandra und die liebe Katja nämlich einen kleinen Sonder-VP gemacht zwischen Warnerheide und Königsforst. Und weil an dem Samstag natürlich Deutschland gespielt hat, gab es auch ein bisschen EM-Deko für Deutschland. Und man hatte mir aus Jux und Dollerei das hier oben aufgesetzt und ein Foto gemacht. Wenn es das Foto geben sollte, dann blende ich das jetzt mal gerade ein. So sah es auf jeden Fall aus. Und lustiger an der Sache ist, ich habe komplett vergessen, dass da oben dieses Ding drauf ist. Ich habe nämlich gedacht die ganze Zeit, das wäre meine Sonnenbrille gewesen. Ja, und bin dann erstmal einige Kilometer so hier rumgelaufen, ohne das wirklich zu merken. Bis wir dann irgendwann... Wer hatte mir das gesagt noch? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Malte hatte mich darauf hingewiesen. Grüße an dich, mein Lieber, dass ich da oben irgendwas hätte. Ich glaube, sonst hätte ich kilometerweit, wäre ich so rumgelaufen, ohne da irgendwas überhaupt von mitzubekommen. Ja, das war noch die kleine Geschichte zum Ende. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.